Staatsfunk. Staatsfunk. Balkon ist da. So, wisst ihr was? Ich habe mir gerade was überlegt. Inspiriert durch die, ich glaube, erste Folge De La Saster Cast, mache ich heute eine Messerfolge. Quasi eine Werkzeugfolge über meine Messer. Ja, ich habe auch eine kleine Sammlung an Messern hier inzwischen zusammen. Sind halt wundervolle, universell einsetzbare Werkzeuge. Nicht nur auf dem Balkon, auch im Alltag. Also wunderbare Dinger bei. Ich würde sagen, wir fangen mit dem unspektakulärsten an. Was halt eigentlich in keiner Messersammlung fehlen darf, sind diese ganz klassischen Victorinox Schweizer Taschenmesser. Solide verarbeitet, furchtbar praktisch, eigentlich nicht klein zu kriegen. Aber ich mag nicht, wie sie in der Hand liegen. Das ist mein Problem mit Victorinox-Messern. Nette Werkzeuge, ziemlich vielseitig einsetzbar, aber liegen halt schlecht in der Hand, finde ich. Das zweite Messer, was hier liegt, war das Lieblingsmesser meines Vaters. Ein Winchester Klappmesser. Extra einen Zollstock mitgenommen, können wir gerade mal messen. Klingenlänge ziemlich genau 8 cm. Gesamtlänge sind 19 cm. Und die Klinge hat eine Dicke von, was sagt der Messschieber? Oh, immerhin 3 mm. 440er Stainless Steel, Handmade. Mit einer Federarretierung im Griff. Hat man eben schön gehört. Ich mache das nochmal. Rastet richtig schön ein. Für mich nicht unbedingt eins meiner Lieblingsmesser, weil mir die Klingenform nicht gefällt. Aber aus Nostalgiegründen natürlich, ne, das Lieblingsmesser des Vaters und so, bleibt das natürlich in meiner Sammlung. Das nächste Messer habe ich mir mit 18 gekauft, lustigerweise im Baumarkt bei uns um die Ecke. Das ist ein Messer von Herberts. Ein Einhandmesser, weshalb ich es heute halt nicht mehr mit mir rumführe. Komplett geschwärzte Klinge. Ich hole kurz den Zollstock nochmal. Klingenlänge ungefähr 8,5. Gesamtlänge auch 20 cm. Durch die Bauform seht ihr auf dem Bild auch schön leicht. Der Griff ist aus Aluminium. Leider aus Aluminium. Das Messer ist mir mal in die Spülmaschine geraten. Und dabei hat sich die obere Schicht von dem Aluminium angegriffen gefühlt. Die Lackierung ist ziemlich ab. Deshalb sieht es ein bisschen episch aus inzwischen. Vielleicht lackiere ich es irgendwann nochmal komplett neu. Vorteil von dem Messer ist, man kann es schnell und einfach aufklappen mit einer Hand. Leider darf man es ja deswegen nicht mehr durch die Gegend tragen. Es ist mehr spitz als scharf, glaube ich. Und von seiner ganzen Form her eher auf Eleganz ausgelegt als auf Robustheit. Die Klinge ist auch ein bisschen dünner mit ungefähr 2,5 mm. Was steht denn drauf? 420er Stahl. Dafür, dass es eigentlich so ein 10-Euro Baumarktsgerät ist, hat es bis jetzt eigentlich gute Dienste geleistet. Kommt hier im Haushalt immer wieder zum Einsatz, auch auf dem Balkon oder wenn es mal darum geht, irgendwie einen Kabelbinder durchzuschneiden. Das nächste Messer war mehr so ein Spaßkauf. Auch mit ungefähr, sagen wir, 18, 20 rum. Und zwar von Fiskars, ein Campingmesser. Das hat eine sehr interessante Klingenform. Die Klinge ist eingegossen in einen hohlen Kunststoffgriff, deshalb wiegt das Ding im Grunde genommen nichts. Und durch den hohlen Griff aus Kunststoff schwimmt das ganze Messer auch noch. Sprich, beim Angeln oder sowas würde man es nicht so leicht im Wasser verlieren, es würde eher davon schwimmen. Ist aber im Fiskars Farbdesign gehalten, sprich, die Kappe hinten ist orange, man sieht es also auch in Dunkelheit relativ gut. Die Klinge ist glänzend und nicht lackiert. Ja.
Also auch mehr so ein Ding für Haushalt und Spaß haben. Das ist nicht so ein sonderlich robustes Gerät. Die Scheide dazu habe ich auch nicht mehr. Ich habe mir irgendwann aus einem alten Stück Gürtel ein bisschen Paracord und Panzertape eine neue Scheide daraus gebastelt. Und ja, wie gesagt, mehr so ein Spaßding, bleibt ein bisschen zu Hause liegen. Meine beiden Lieblingsstücke sind zum einen mein Alltagsmesser. Das ist ein Haller Everyday Carry. Holzgriff. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, was für ein Holz es ist, aber wenn ich drauf tippen würde, sieht es für mich fast aus wie Olive. Die Klinge und die ganzen Metallbeschläge sind in einem dunklen, nicht reflektierenden Grau. Das Ganze ist kein Einhandmesser, sondern ein Klappmesser, weshalb man es auch draußen rumtragen darf bei einer, soweit ich weiß zumindest, bei einer Klingenlänge von etwas unter 9 cm und einer Gesamtlänge von 21 cm von Griff bis zur Spitze. Der Vorteil von dem Hallermesser, wie auch schon von dem schwarzen Aluminium-Billig-Herbertsmesser, ist, dass die komplett verschraubt sind mit dem Griff und nichts genietet ist. Sprich, man kann das Ding einfach mit einem Torx-Schraubendreher auseinanderdrehen und sauber machen, neu lackieren, neu ölen, pflegen halt, ne? Genau. Das Haller Everyday Carry hat eine Klingenrückenstärke von ganz klein bisschen über 3 mm. Und ist aus 440er rostfreiem Stahl gefertigt. Auch hier hält die Klinge über eine Federarretierung im Griff. Und das Ganze ist unglaublich robust gefertigt. Also das führe ich jetzt seit, ich würde sagen, anderthalb Jahren mit mir rum und mache da echt viel mit. Sei es beim Camping oder hier zu Hause oder wenn ich unterwegs bin. Da wackelt nichts. Super Teil. Und das letzte ist auch mein neuester Neuzugang. Das ist ein, ich spreche es bestimmt falsch aus, eine spanische Firma, Nieto Mustang aus AN58er Stil, meine ich. Also es war im Endeffekt, ich habe auf der Homepage geschaut, vergleichbar mit so einem 440er Stahl. Das ganze Messer hat eine stehende Klinge, die durch den kompletten Griff durchgeht. Die Griffschalen, die aufgeschraubt sind, sind aus Holz. Ne? Aufgeschraubt, habt ihr gerade gehört. Mit Imbusschrauben, sprich auch hier, man kann es komplett leicht auseinandernehmen. Stehende Klinge, 14 cm, ist also nichts zum mit sich draußen rumtragen. Ist absolut nicht dafür gedacht, ist mehr wirklich so ein Ding für Werkzeug, für zu Hause, für Camping oder sowas, aber nicht für mit sich rumzutragen. Ein sehr robustes Teil. Ich gucke gerade, wo der Messschieber ist, weil es ist impressive. Die Klingenrückenstärke ist über 4 mm. Das Ding hat auch richtig Gewicht, wenn man das so in der Hand hat. Das ist ein richtiges Stück Metall, was man da hat. Was mir an dem Messer besonders gut gefällt, ist die sehr, sehr gerade Klingenform. Das ist halt ein universell einsetzbares Werkzeug, egal ob es irgendwie darum geht, draußen am Balkon was zu schneiden, ein Brot zu schmieren, ein Stück Holz zurecht zu dübeln. Da klopft man auch mal irgendwo mit drauf, weil die Klinge ist so stark, so stabil. Das kann man auch zum, wenn man irgendwas zum Klopfen hat, auch mal nehmen. Durchgehende Klinge, man hat echt nicht so die Sorge, da irgendwas abzubrechen. Sehr schönes Teil in einer Lederscheide mit Druckknopfverschluss. Macht Spaß, aber leider nichts zu mit sich rumtragen. Ich glaube, das waren alle Messer, die ich gerade finde. Es fehlt noch eins, nämlich ein kleines Gärtnermesser für auf dem Balkon mit einer geschwungenen Klinge wie eine Hebe, aber kurz dabei wie so ein Victorinox-Messer. Durch seine Klingenform ist das natürlich optimal, um irgendwie auf dem Balkon kleine Triebe abzunehmen von Hölzern
oder Kräuter zu ernten oder sowas, weil es ein bisschen sichelförmig ist. Ne? Da kann man so schön mit abheben. Aber nicht sonderlich stabil gefertigt. Also ich habe das jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre und die Klinge wackelt schon ganz beachtlich. Ich warte eigentlich nur drauf, dass sich die Nietung da löst und dann war es das auch. Vielleicht kann ich es nochmal aufbohren irgendwie und eine Schraube durchjagen. Das müssen wir dann mal schauen, aber das ist qualitativ halt nichts. Das ist wirklich mehr sowas für draußen ein bisschen Kräuter zu ernten. Ich glaube, das war es schon, was an Messern hier rumliegt. Wenn ihr auch so eine kleine Messersammlung habt, würde ich mich freuen, wenn ihr die auch vorstellen würdet. Und ja, wir hören uns bald wieder. Ciao! Staatsfunk. Staatsfunk. Balkon ist da. So. Alle guten Dinge sind 3. Ich starte jetzt zum 3. Mal diese Aufnahme. Immer ging irgendwas schief. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Hey, willkommen zum Staatsfunk Balkonistan Folge 004. Eigentlich wollte ich heute mal wieder auf dem Balkon aufnehmen. Hat letztes Mal schon nicht geklappt, dieses Mal auch nicht. Diesmal habe ich keine Nachbarn zur Ausrede, die irgendwo Partys feiern oder sowas. Gut, die Nachbarn spielen Federball, aber das kann mich nicht stören. Nee, heute ist das Problem, dass die Flugzeuge sehr, sehr tief Richtung Frankfurt fliegen, weshalb ich keine 2 Minuten am Stück draußen aufnehmen könnte. Und A, will ich euch nicht den Flugzeuglärm antun und B, möchte ich mir nicht das antun, das schneiden zu müssen. Deswegen wird heute wieder von drinnen aufgenommen. Zuallererst, bevor ich hier groß einsteige, möchte ich Danke sagen. Und zwar Danke an den Jonas vom Grillcast für seine Hörempfehlung. Die kann ich nur zurückgeben. Kinder, hört den Grillcast, weil Grillen eine sehr, sehr schöne Beschäftigung ist und wenn man es gut kann, umso besser. Das zweite Danke dieser Folge geht an die Dela. Vielen Dank für deinen Kommentar. Vergifte dich nicht mit den Chrysanthemenblüten. Kauf nur Speisechrysanthemen. Und das dritte Danke geht an den Raidinger, den ich mal wieder als technisches Versuchskaninchen benutzt habe. Scheinbar kommen jetzt endlich im M4A-Feed auch die Kapitelmarken mit. Yay, Kapitelmarken. Danke dir für deine Geduld mit mir. Da schlage ich dann auch direkt den Bogen. Kapitelmarken ist nämlich ein gutes Stichwort. Die kommen nur mit, weil ich jetzt dieses Orphonic benutze. Ich gebe mich da wohl geschlagen. Funktioniert echt gut. Und auch allen anderen, die auf Twitter oder auf der balkonistan.kurz.ds-Seite resoniert haben, vielen Dank für euer Feedback. Finde ich saugut. Noch eine kleine Ankündigung an dieser Stelle. Bislang gab es noch die alte balkonistan.wordpress.com Seite. Die werde ich jetzt die Tage mal platt machen. Die braucht ja kein Mensch mehr. So, gucken wir mal. Erstes Thema heute wird sein Lakritze kochen. Von Zeit zu Zeit überkommt mich der Ehrgeiz und ich versuche seltsame Dinge in der Küche zu tun. Dieses Mal habe ich gedacht, ich versuche mal selber Lakritze zu kochen, weil ich mag Lakritz sehr, sehr gerne. Und hatte noch ein Päckchen mit hier so klein gehackter Süßholzwurzel rumliegen. Als Tee natürlich auch sehr geil. Aber ich dachte mir, Lakritze selber gemacht, probierst du mal. Kann ja nicht so schwer sein. Ich habe leider in diesem ominösen Internet keine gescheite Anleitung gefunden, wie es geht. Weshalb ich mir dachte, probier's halt frei Schnauze. Und habe 100 Gramm von dieser klein gehackten Süßholzwurzel mit, sagen wir, einem Kaffeebecher voll Wasser in den Schnellkochtopf geschubst und mal eine Dreiviertelstunde auskochen lassen. Der Sud war schon echt intensivst lakritzig, hat mir echt gut gefallen. Ich hätte es dabei belassen sollen, glaube ich, jetzt abseihen sollen und einfach abfüllen, aber nein, ist ja noch keine Lakritze. Was macht's zu Lakritze? Es muss andicken und als ungeübter Bonbonkocher, der ich bin, dachte ich mir, na gut, schüttest du Zucker rein, kochst den mit auf, machst einen Karamell, gießt es aus, aushärten lassen, fertig. Ja, nee. Ab da ging es bergab. Und zwar steil.
der Zucker karamellisierte ziemlich gut. Also es hat mehr nach einem Karamell geschmeckt, was Lakritz-Nachgeschmack hatte. Auch nicht verkehrt, aber nicht das, was ich wollte. Außerdem war am Ende noch viel zu viel Wasser in der ganzen Mischung und das kochte nicht schnell genug raus, bevor nicht der Zucker angebrannt wäre. Ich habe es dann einfach durch ein Sieb und ausgegossen in eine Form. Aber wie gesagt, zu viel Wasser drin, das wurde nicht fest. Ich hatte also einen Lakritz-Karamell-Sirup, wäre ja an sich auch nicht verkehrt gewesen, kann man ja auch mitarbeiten. Eben habe ich das Glas geöffnet, wo ich das rein abgefüllt habe und gemerkt, dass eine dicke Schicht weißer Schimmel obendrauf schwamm. Also alles ins Becken und weggespült. Schade eigentlich. Es hätte so schön sein können. Naja. Fürs nächste Mal weiß ich, wenn ich Lakritz haben will, kaufe ich mir welche. Und aus Süßholz mache ich nur noch Tee. Das wäre auch dann mein heutiger Tee gewesen. Minze, Süßholz. Aus aktuellem Anlass gibt es dann halt nur einen Minztee. Aber zumindest ist das eigene Minze vom Balkon und schmeckt natürlich dann umso besser, wenn man weiß, dass man es selber geerntet hat. Mein nächstes Thema für heute wird Ingwer sein. Momentan wachsen auf dem Balkon 6 Ingwerpflanzen. Die habe ich zum ersten Mal dieses Jahr im Frühjahr überhaupt versucht anzupflanzen. Und zwar aus Supermarkt-Ingwerknollen. Die Idee dazu habe ich auf einer Geburtstagsfeier im Dezember aufgeschnappt, als eine Gästin erzählte, dass sie Ingwerknollen im Schrank vergessen hatte nach einer schweren Erkältung, wo man also sich so Ingwertee schon mal zubereitet. Die Knollen hätten dann begonnen, im Schrank zu keimen und sie hätte sie in den Blumentopf geschubst und die würden da jetzt wachsen. An dieses Gespräch habe ich mich spontan erinnert, als meine Frau und ich beim Frühjahrsputz ganz hinten in der allerhintersten Vorratsschrankecke eine Packung keimender, vergessener Ingwerknollen fanden. Die haben wir dann in einen Blumenkasten gepackt auf dem Balkon und ich dachte dann, ja, die würden schon wachsen. Nee, tun sie nicht, weit gefehlt. Ausgesetzt habe ich sie im April. Gewachsen sind 5 Pflanzen davon, ab circa Mitte Juni. Die 6. Pflanze hat erst vor 3 Tagen die Erde durchstoßen und wächst erst seitdem. Die wachsen auch nicht einheitlich, also vom Wuchs her, weil 3 der 6 Knollen haben einen langen, dicken Halm ausgebildet und sehen ein bisschen aus wie diese Glücksbambus-Deko-Dinger, die man im Möbelhaus oder im Baumarkt bekommt. Die anderen 3 haben Grünzeug ausgebildet und sehen so ein bisschen aus wie so Grasbüschel auf einer Wiese. Ich lasse die jetzt einfach mal so stehen, warte, was passiert. Die sind jetzt alle 20 cm, 25 cm hoch, außer die halt erst jetzt vor 3 Tagen durch die Erde kamen. Ich lasse das mal so wachsen. Angeblich würden die im Herbst dann verwelken wie Kartoffelpflanzen und hätten dann neue Knollen unter der Erde ausgebildet, die man ernten könnte. Ich halte euch da auf dem Laufenden, ob was passiert und was passiert. Ich bin da momentan eher skeptisch und sehe es als großes Experiment an. Mal gucken. So, noch ein Schluck Tee zwischendrin. Für die Stimme. Ja, was ich euch noch erzählen wollte. Ich habe rausgefunden, was sich mit dem Stichwort letztes Mal an den Winter denken mir selbst sagen wollte. Wir erinnern uns, Folge 002. Dahinter steckt Folgendes. Ich habe geplant, ein spezielles Regal zu bauen. Und zwar eins, das als Aufbewahrungsstauraumregal fungieren soll und als Gewächshaus. Mein Plan war nämlich, im Frühjahr möglichst früh mit der Aussaat beginnen zu können. Und dazu hatte ich mir Folgendes überlegt. Und zwar, das Regal soll eine Grundfläche von 60 x 30 cm bekommen. Damit bekäme ich 2 kleine Blumenkästen hintereinander auf jedes Regalfach. Die Gesamthöhe von dem Regal in etwa 2 Meter. Das hieße dann 3 Ebenen, auf denen ich bequem Dinge wachsen lassen kann. Die Rückwand von dem Regal steht dann an der Hauswand. Dadurch kann ich die Abwärme vom Haus vielleicht noch ein bisschen mitnutzen, wenn die Nächte kalt werden. Zusätzlich sollen die Böden
jeweils mit einer Styroporplatte isoliert werden, damit von unten die Erde und damit die wahrscheinlich zarten Würzelchen nicht so kalt werden. Die Seitenteile von dem Regal will ich fix mit Plexiglas verkleiden, damit ich auch einen gewissen Windschutz habe. Und die Front von dem Regal soll auch mit Plexiglas verkleidet werden, allerdings mit Scharnieren dran, dass man so Klappen hat. So käme von überall Licht dran und ich kann trotzdem dran arbeiten. Mein fantasievolles Hirn bildete dann auch direkt eine zweite Ausführung des Regals. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man ja auch noch Sensoren dran machen könnte für Helligkeit, für Luft, für Bodenfeuchte und Luft- und Bodentemperatur. Und die alle an so einen Raspberry Pi dran flanschen, sodass man die Parameter da draußen ein bisschen überwachen kann. Im nächsten Schritt könnte man an die Frontklappen dann kleine Motoren dran bauen, die je nachdem, was für Parameter der Raspberry bekommt, die Klappen öffnen und schließen und über so eine kleine Aquarien- oder Zimmerbrunnenpumpe Wasser in die Blumenkisten reinpumpen. So hätte man die Belüftung und die Bewässerung automatisiert und das wäre schon ziemlich cool. Beheizen könnte man das Ganze, wenn es überhaupt sein muss, vielleicht mit so einer Miniaturausgabe von einer Blumentopfheizung. Blumentopfheizung würde ich dann vielleicht auch nächstes Mal behandeln. Ich finde die Dinger großartig. Was gab's noch Neues? Ich war mal wieder im Shisha-Laden gewesen und habe Anbauteile und Ersatzteile für meine Wasserpfeife besorgt. Der billige Schlauch, der nämlich bei dem Ding standardmäßig dabei war, der ist endgültig hinüber und jetzt habe ich mal einen neuen mit bisschen größerem Durchmesser und einem Glasmundstück dazu geholt. Da zieht sich jetzt um einiges leichter und gleichmäßiger und man hat nicht mehr diese Rostbröckchen im Mund, weil der alte Schlauch sich innen drin doch ziemlich aufgelöst hat. Außerdem habe ich mir einen Kaminkopf für die Shisha geleistet. Ich hatte nämlich bislang folgendes Problem. Ich bin umgestiegen von Selbstzünderkohle auf Naturkohle. Die ist ein bisschen geschmacksneutraler und hält länger. Der Nachteil daran ist allerdings, richtige Kohle wird halt sackheiß. Das heißt, ich konnte auch mit ganz vielen Lagen Alufolie auf dem Kopf und ganz wenig Tabak drin gar nicht so wenig dran ziehen, dass mir der Tabak nicht angebrannt ist. Der Kaminkopf hat jetzt riesige Vorteile, nämlich der Abstand zwischen Tabak und Kohle ist größer. Außerdem kann ich die Kohlen radial weiter weg vom Tabak platzieren und zum Dritten kommt die Hitze einfach viel gleichmäßiger an den Tabak ran. Ich muss keine Löcher mehr stechen, sondern habe ein Sieb, was gleichmäßig gelocht ist, wo die Hitze durch kann. Habe also ein viel besseres und kontrollierteres Hitzemanagement bei der ganzen Geschichte und habe es jetzt zweimal getestet. Das funktioniert richtig, richtig gut. Macht echt Spaß. Jetzt kann ich mich abends wieder auf den Balkon setzen und Wölkchen in den Himmel pusten, ohne dass ich mich über eklige Geschmäcker ärgern muss oder über rostigen Staub, den ich ausspucken muss. Also schon eine tolle Sache, das. Aus der Technik-Ecke gibt es heute eigentlich gar nicht so viel zu vermelden. Ich habe ein bisschen kichern müssen, weil gestern sagte mir der Minister für Neuland und Technik, dass in der einen Woche, wo die neue Seite jetzt online und auf seinem Server ist, schon 2,5 GB Traffic angefallen sind. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Das spricht für euch. Weiter so. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann mit den Themen Whisky, Zwiebeln, Dünger, Blumentopfheizung. Ich glaube, da ist für jeden dann was dabei. Machtet gut. Tschö. Staatsfunk. Staatsfunk. Balkonistan. Hallo und willkommen zum Staatsfunk Balkonistan, Folge 005. Bevor ich starte, will ich noch einen kurzen Nachtrag zur Folge 003 über die Messer hinzufügen. Messerschleifen tue ich ja auch, das habe ich gar nicht behandelt bei 003.
Ich habe leider keinen Schleifstein. Bis jetzt war ich immer zu geizig, mir einen ordentlichen zu kaufen und deshalb schleife ich mit Hilfe eines Kaffeebechers. Ich habe das mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen und fand die Idee sehr witzig. An der Unterseite des Kaffeebechers, da ist ja so ein Rand, der so ein bisschen hervorguckt. Der Rand ist bei den Tassen, die ich habe, nicht glasiert. Da guckt also das blanke Steinzeug nackig raus. Die Keramik da ist härter als Stahl und trotzdem sehr fein. Und da kann man schön die Messer drüber ziehen und schleifen. Den Rand feuchte ich vorher ein bisschen an und ziehe dann das Messer in so einem leichten Druck, 20 Grad Winkel, dann da drüber, von beiden Klingenseiten gleich oft. So lange, bis das ganze Ding wieder scharf ist. Am Tassenboden sieht man dann auch, dass sich der Rand dunkel gefärbt hat. Das ist dann der Abrieb von der Klinge. Mit einem Schwamm und Wasser kann man das wieder abwaschen, da passiert der Tasse an sich nichts. Und danach natürlich ganz klar abwaschen das Messer und Waffenöl dran. Tee haben wir heute übrigens auch. Der heutige Tee ist Salbeitee von eigenem Salbei. Der soll ein bisschen gegen mein Halskratzen helfen, das werde ich nicht los. Der Salbei steht bei mir auf dem Balkon an einem halbschattigen, aber warmen Platz und direkt neben dem Rosmarin, also die haben ziemlich ähnliche Ansprüche. Und der wächst so gut, dieses Jahr habe ich bereits dreimal richtig groß ernten können und habe jetzt gedacht, dass den Rest des Jahres gebe ich dem Salbei frei, da kann er sich ein bisschen erholen, damit er nächstes Jahr wieder gut trägt. Übrigens, Salbei mit Gorgonzola zusammen gibt eine ziemlich geile Nudelsoße. Was gibt's Aktuelles in Balkonistan? Aktuell sind die Tomaten und die Paprika so in den letzten Zügen. Die liefern noch ein paar Früchte und dann ist auch bald gut. Das heißt, so langsam wird aufgeräumt und klar Schiff gemacht. Die abgeernteten Pflanzen kommen dann sukzessive auf den Kompost oder in die Vase zum Ableger ziehen. Außerdem vermehrt sich der Waldmeister gerade wie verrückt und bedrängt bereits die Pimpinelle. Ich hoffe, der übersteht den Winter, damit ich im Frühling ganz viel Bohle draus machen kann und vielleicht auch Sirup. Mal gucken. Mein erstes Thema für heute soll sein die Blumentopfheizung. Ich trinke gerade mal einen Schluck Tee. Blumentopfheizung, genau. Im Zuge meiner Recherchen zum Thema Camping bin ich auf die Blumentopfheizung gestoßen. Ich glaube auch bei YouTube. Eigentlich ein witziges Teil. Der Aufbau ist im Allgemeinen so, dass man einen Terrakotta-Blumentopf nimmt. Also es ist wichtig, einen Terrakotta-Topf zu nehmen. Auf keinen Fall so ein Plastikquatsch oder irgend so ein Unfug, der brennbar ist. Der Topf sollte so ein Loch für das Abwasser haben im Boden. Außerdem braucht man auch einen Keramikteller. Ja, Keramik, also auf keinen Fall wieder Plastik oder irgendwas. Nichts, was brennbar ist. Der Teller sollte ein bisschen größer sein als die Öffnung von dem Blumentopf. Der Topf braucht dabei so einen Durchmesser von ungefähr 15 cm. Was ich noch brauche dafür, sind diese Aluhüllen von den Teelichten. So 3 Stück sollten reichen. Und dazu noch 4 komplette Teelichter. Die 4 Teelichter werden mit ihren Aluhüllen einfach auf den Teller gestellt in die Mitte. Bisschen verteilen, anzünden. Die 3 leeren Aludöschen werden auf dem Teller so angeordnet, um die Kerzen rum. Dass wenn man den Topf so draufsetzt, dass der auf diesen Aluhüllen, auf den leeren aufsetzt. Und somit ein bisschen Abstand zum Teller hat. Das war's eigentlich schon. Die Teelichter heizen dann den Tontopf auf und aus dem Loch oben im Tontopf bläst dann die warme Luft raus und der Ton speichert die Wärme ganz gut. Und durch diese Abstandsteelichthüllen bekommen die Kerzen im Innern auch genug Luft. Muss man ein bisschen bei aufpassen. Das sollte man nicht unterschätzen, der Tontopf wird unglaublich heiß. Der hält dann auch eine Weile die Hitze, also nur weil die Kerzen aus sind, heißt das nicht, dass der Topf irgendwie kühl ist. Der bleibt noch eine Weile warm. Den ganzen Aufbau kann man dann natürlich noch optimieren. Ich mag Dinge zu optimieren. Man könnte noch einen zweiten Topf außenrum bauen, der noch mal ein bisschen mehr Wärme speichert und so weiter. Da mache ich mir mal Gedanken drüber und vielleicht mache ich da mal eine extra Folge zu. In Aktion habe ich das Teil übrigens gesehen im vergangenen Winter beim Jonas vom Grillcast zu Hause. Der hat damit sein Wohnzimmer auf Temperatur gebracht.
Das geht ganz gut. Was habe ich denn noch heute? Dünger. Dünger habe ich noch als Thema. Ich bin ja kein großer Fan von künstlichem Dünger. Der ist mir manchmal einfach in seiner Darreichungsform zu aggressiv für kleine Pflanzen. Der greift die Wurzeln schnell an und sowas. Also ist nicht so meins. Also ein bisschen Dünger muss halt dran, damit die Pflanzen schön wachsen. Und da bin ich auf zwei relativ natürliche Weisen zu düngen gestoßen. Zum einen Kaffeesatz. Den Tipp habe ich von meiner Schwiegermutter. Die macht es wohl auch. Bei uns hier zu Hause fällt ja eigentlich jeden Morgen Kaffeesatz an. Den würde ich normalerweise einfach wegwerfen. Alle paar Wochen aber nehme ich mir dann den Filter da aus der Kaffeemaschine raus und bringe den Kaffeesatz erstmal zum Abkühlen raus. Und danach streue ich den an eigentlich alle Balkon- und Zimmerpflanzen. Nur bei Kräutern bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber wahrscheinlich bräuchte ich das auch nicht. Ich habe zwei Wege zum Ausbringen von dem Kaffeesatz ausprobiert. Die Variante 1 ist ganz einfach ausstreuen auf die Erde um die Pflanze drumherum und dann so ein bisschen einhaken. Da kann man die Menge halt schön dosieren, weil man mit der Hand das halt ausstreut. Und es macht auch echt Spaß, in der Erde rumzumatschen, weil ich habe nämlich keine Hake und muss dann das alles mit den Fingern so einmassieren. Und ich matsche gerne. Variante 2 ist einfacher, dafür aber ungenauer und auch nur halb so lustig. Nämlich den Kaffeesatz einfach in die Gießkanne mit Wasser packen und dann zusammen mit dem Gießwasser einfach in Anführungszeichen gelöst ausbringen. Beide Varianten klappen echt gut. Die Variante 3, den Kaffeesatz einfach nur so auszustreuen, davon rate ich echt ab. Also wenn der so auf der Blumenerde oder auf der Pflanzerde oben drauf ist, der fängt recht schnell an zu schimmeln. Und das will man eigentlich nicht. Falls aber doch mal was schimmeln sollte im Blumentopf, sei das jetzt die Erde an sich oder irgendwie, dass ihr doch vergessen habt, den Kaffeesatz einzuhaken, keine Panik. Als Mittel gegen Schimmel in Blumentöpfen habe ich gemerkt, was total gut wirkt, ist, man nimmt sich so 250 ml Wasser, 5 Tropfen Teebaumöl rein und das Ganze auf den Schimmel gesprüht. Fertig. Meistens schon bei der ersten Anwendung total erfolgreich, der Schimmel verschwindet und den Pflanzen macht es meiner Erfahrung nach überhaupt nichts aus. Bevor es weitergeht, ein Schluck Salbeitee. So, wo war ich denn? Beim Dünger, ne? Ach so, zweiter Düngervorschlag, den habe ich von einem befreundeten Gärtner bekommen, den der immer bei seinen Pflanzen in der Wohnung macht. Und zwar, wenn der Pellkartoffeln kocht, dann nimmt er das Kochwasser, was man sonst ja auch wieder wegschütten würde, und gießt es nach dem Abkühlen einfach an die Blumen und die ganzen Pflanzen dran. Natürlich muss man dazu die Pellkartoffeln ohne Salz kochen, sonst versalzt ihr euch nämlich die Erde und dann könnt ihr das eh vergessen. Aber irgendwas in diesem Kochwasser bekommt der Botanik außerordentlich gut. Ja, die freuen sich, die Pflanzen. Das mache ich eigentlich immer, wenn ich Pellkartoffeln koche. Das hat sich echt bewährt. Wenn ihr auch noch andere Tipps habt, um irgendwie die Pflanzen zu versorgen mit Nährstoffen, dann schreibt mir ruhig oder schickt mir die Tipps sonst wie. Ich bin da immer ziemlich froh über neue Anregungen. Mein Gemüse, das ich euch heute vorstellen möchte, ist die Zwiebel. Das wahrscheinlich pflegeleichteste Gemüse im Gesamtbalkonistan. Im Frühling habe ich so ein Netz mit Steckzwiebeln, ich würde sagen 100 Steckzwiebeln oder was, gekauft. Und davon mal 6 Stück in den Blumenkasten gesteckt. Ich hätte ja auch gern weniger Zwiebeln gekauft, ne? Aber die gab nicht in einem kleineren Gebinde, das gab es nur in diesem 100-Stück-Sack. Leider. Na gut, halt so ungefähr 6 Stück in Blumenkasten und das war's auch schon. Die steckt man halt nicht ganz rein, sondern so, dass die obere Hälfte der Zwiebel rausguckt und überlässt das Ganze dann sich selbst. Also ich habe das außen ans Geländer vom Balkon gehängt, dass bei starkem Regen auf jeden Fall Wasser drankommt und gegossen habe ich die eigentlich nicht. Ich glaube einmal, als es mal knallerheiß war, habe ich mal ein bisschen Wasser dran getan, aber an sich habe ich mich nicht drum gekümmert, kein Unkraut gezuppelt und nix. Nur abgewartet. Und die wachsen einfach weiter und weiter und weiter. Letzte Woche habe ich dann mal geerntet.
Die 6 Stück im Blumenkasten sind auch alle schön groß geworden. Ich habe noch ein paar in Blumentöpfchen gesetzt gehabt. Ich hatte ja dann noch 94 Stück übrig. Die im Blumentopf sind nicht so schön groß geworden. Da hätte ich mal besser auf meinen Schwiegervater gehört. Der sagte nämlich schon, wenn die zu eng sitzen, die Zwiebeln, sei es, weil der Topf die begrenzt oder weil einfach andere Zwiebeln drumherum zu eng gesetzt werden, dann entwickeln die sich nicht richtig. Die brauchen schon so ungefähr 15 cm Platz. Hätte ich besser mal gemacht, weil die Knollen in den Töpfchen, die wurden einfach nichts, die wurden nicht groß. Aber dann weiß ich das halt fürs nächste Jahr, muss ich ein bisschen mehr drauf achten, die mit Abstand zu setzen. Hab dann noch was festgestellt, noch so als Tipp nebenher. Wenn man so eine Zwiebel hat und die blüht, dann schneidet man einfach den Stängel mit der Blüte ab. Und die kann man total schön in eine Blumenvase zum Beispiel stellen, in die Küche, das ist eine hübsche Deko. Aber was viel cooler ist, diese Zwiebelblüte, die ist so ein bisschen wie eine Schnittlauchblüte. Also es sind ganz viele einzelne Blüten, die quasi eine große Blüte formen. Und diese Zwiebelblüten, die schmecken unglaublich gut. Die schmecken nach Zwiebel, aber eben nicht nur so scharf und penetrant zwiebelig, sondern dezenter. Ein bisschen wie so eine Frühlingszwiebel, so eine Lauchzwiebel. Dadurch, dass die aber bei mir halt in einem schönen Lilaton blühten, sah das halt richtig gut aus. Man kann die so schön auseinanderzubbeln und über Salat oder Käsebrot streuen. Das macht optisch echt was her. Also kann ich nur empfehlen. Die Zwiebelpflanze wuchs übrigens schön weiter und die habe ich mitgeerntet. Das hat ja quasi nichts ausgemacht, dass ihre Blüte weg war. Was habe ich denn noch? Achso, eigentlich wollte ich ja heute über Whisky reden, aber irgendwie hat mich da die Muße verlassen. Vielleicht hole ich das im Winter dann mal nach, wenn es draußen zu kalt ist und draußen nichts mehr wächst, was ich irgendwie besprechen könnte und ich sowieso hier über die Zimmerpflanzen sprechen müsste. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um dann über Whisky zu reden. Kommen wir nun mal zur Technik-Ecke. Ich hatte sehr viel Spaß mit WordPress-Plugins und zwar speziell mit meinem Statistik-Plugin. Ihr habt das bestimmt vor ein paar Tagen schon auf Twitter gesehen gehabt, wenn ihr mir da folgt. Ich habe mein Statistik-Plugin angeklickt und musste lachen, weil angeblich hätte ich an einem Tag über 800 Besucher auf meiner Seite gehabt. Das glaube ich nicht. Irgendwie, das kommt mir echt zu viel vor. Im Gegensatz dazu hat nämlich Piwik nur 35 Besucher registriert. Und da ist ja schon ein bisschen eine Differenz zwischen, ne? Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Piwik registriert zwar scheinbar keine Zugriffe über den RSS-Feed, aber dass das so einen großen Unterschied machen soll? Habt ihr denn eine gescheite Lösung für mich? Wie macht denn ihr das, wenn ihr podcastet mit euren Zugriffszahlen? Habt ihr da Tipps für mich, um da irgendwie ein gescheites Ergebnis zu kriegen? Versteht mich jetzt nicht falsch, ich mache diesen ganzen Podcast-Kram nicht, weil ich irgendwie viele Zugriffszahlen haben möchte oder Klicks generieren will oder so einen Spaß. Ich mag einfach Zahlen und Messwerte. Das ist, glaube ich, ein bisschen berufsbedingt. Naja. Über Feedback würde ich mich da sehr freuen. Ich glaube, das war's auch bis hierhin schon mal. Ich würde sagen, wir hören uns dann zur Folge 006 wieder. Macht's bis dahin mal gut. Tschö.